Okay, dann fange ich jetzt mal an. Darf ich? Ja, die können ja dann später kommen. Also, ich bin Matthias und ich erzähle euch jetzt ein bisschen darüber, wie man mit dem Computer Sound machen kann, wenn man gar nichts hat am Anfang. Vorweg, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wovon ich rede. Deswegen wäre es besser, wenn ihr mir nicht glaubt. Wenn ihr was besser wisst, dann ruhig reinrufen und sagen, wie es wirklich ist. Nichtsdestotrotz funktioniert das. Als kleinen Vorgeschmack, was wir am Schluss haben, ist so ein kleiner Sequencer. Wo man mit ein bisschen Zeit vielleicht auch Musik machen kann, wenn man das kann. Ich kann es nicht. Okay. Vorneweg müssen wir leider ein bisschen Theorie machen, damit wir wissen, worüber wir reden. Aber das geht schnell. Okay. Als erstes steht der Schall. Das ist im Prinzip eine Schwingung oder eine Welle in der Luft, die sich ausbreitet, dadurch, dass Luftmoleküle aneinander stoßen. Das Ganze wandert dann durch den Gehörgang ans Trommelfell und dann hören wir Töne. Das ist das, was wir wissen müssen. Wie macht man sowas? Eine Möglichkeit ist, einen Lautsprecher zu benutzen. Das funktioniert ungefähr so, dass man da eine wechselnde Spannung dran legt. Dann wird ein Magnetfeld induziert. Das wiederum führt dazu, dass sich so eine Membran bewegt, die dann die Luftmoleküle anstößt. Die Luft landet im Ohr und wir hören was. Ist aber auch nicht so wichtig. Problem, was wir haben, wenn wir einen Computer benutzen, um Töne zu machen, ist, dass eine Welle eigentlich was Kontinuierliches ist, aber Computer, also diskrete Maschinen sind. Das heißt, wir müssen irgendwie die Zeit diskret machen. Das macht man, indem man abtastet das Signal, die eigentliche Welle, meistens in immer gleichen Abständen. Und dann kriegt man halt ein zeitdiskretes Signal raus. Eine Metrik, die man dafür benutzen kann, um darüber Aussagen zu machen, ist die Sample Rate. Das ist einfach die Anzahl der Samples, die in einer bestimmten Zeit gespielt wird. Die Einheit davon ist 1 durch Sekunde, also Hertz. Wichtig dafür und im Zusammenhang damit steht das Nyquist-Shen-Sampling-Theorem. Der linke Herr ist der Shen und der rechte ist der Nyquist. Und die beiden haben herausgefunden, dass die maximale darstellbare Frequenz, die wir durch Abtastung quasi darstellen können, ist einfach die Hälfte der Sample Rate. Das ist wichtig, wenn man abtastet. Wir machen es ja umgekehrt, also wir erstellen die Samples, nur ist wichtig, dass man da die Grenzen weiß. Menschen hören normalerweise so 20 bis 20.000 Hertz. Das heißt, wenn man eine Sampling Rate von so um die 40.000 Hertz hat, dann ist das für Menschen ausreichend. Eine CD hat eine Sampling Rate von 44.100 Hertz, das heißt, die maximal darstellbare Frequenz sind so 22 Kilohertz. Das ist okay. Wie gesagt, Computer sind halt digitale Maschinen. Deswegen haben wir nicht nur eine Zeitdiskretisierung, sondern auch eine Wertdiskretisierung oder Quantisierung. Das heißt, wenn wir unser wertkontinuierliches, zeitdiskretes Signal haben, müssen wir das hier irgendwie darstellen. Das können wir hier machen, indem wir hier jetzt 7 Werte haben, auf die dann einfach abgerundet wird. Kann man auch anders machen, aber gut. 7 Werte, das bedeutet, wir brauchen 3 Bit, um das darzustellen. Wenn man nur 7 Werte hat, dann bringt es auch nicht, wenn man Dollar irgendwie die Sample Rate erhöht, weil man sowieso eine relativ geringe Auflösung hat. Das heißt, man braucht einerseits eine hohe Sampling Rate und eine gute Quantisierung mit mehreren Bits. Also 16 Bit ist normalerweise so, dass man es einigermaßen gut hören kann. Das war's zur Theorie. Jetzt zur Praxis. Als erstes ist die Sprache, die wir benutzen, Lua, weil Lua cool ist und relativ ausdrucksstark ist. Erweiterbar, kennt jemand Lua? Schon was damit gemacht? Sehr gut. Wird unter anderem benutzt auch in World of Warcraft, in den LucasArts Adventures. Chaos Mod, kann sein, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall cool. Also schaut es euch mal so an. Ist auch. Als zweites brauchen wir noch ein Toolkit. Dafür benutzen wir Lerv. Lerv ist so eine Art Pygammon-Gut. Außerdem haben sie Umlaute. Ja.
Wie das aussieht, ist, dass man so Funktionen schreibt. Eine Love.load, die wird am Anfang, bevor irgendwas passiert, gezeichnet wird oder so, wird es einmal ausgeführt. Da kann man so Sachen machen wie Hintergrundfarbe setzen. Und eine Fontgröße setzen und eine Standardfarbe setzen. Gut, dann gibt es eine Funktion, die immer aufgerufen wird, wenn was zu zeichnen ist. Das ist die Funktion love.draw. Da kann man dann zum Beispiel Text schreiben. Und dann ausführen und dann hat man sowas. Ist jetzt noch nicht so spannend, weil wir Musik machen wollen. Muss man sich jetzt überlegen, wie man da vorgeht. Man kann, oder wie ich es mache, ist, ich definiere eine sogenannte generierende Funktion. Das ist einfach eine Funktion, die vom Intervall 0,1 auf die Werte minus 1 bis 1 abbildet. Und daraus bastel ich mir dann ein Basissignal, dadurch, dass ich die Zeit mal Frequenz nehme. Und dann Modulo 1 rechne und das dann in den Generator reinschiebe. Das gibt dann solche Wellenformen wie hier zum Beispiel. Als basisgenerierende Funktion kann man zum Beispiel nehmen das Rechtecksignal. Das ist relativ einfach, weil man das auch in Hardware einfach dadurch machen kann, dass man immer nur zwischen zwei Werten wechselt. Deswegen wurde es früher auch mal benutzt. Ihr kennt das Geräusch bestimmt, das ist relativ eklig. Wie man das jetzt in Love macht, ist, man erstellt sich ein Audio-Sample. Da muss man sagen, was für eine Sample oder wie viele Samples man hat, das muss man sich vorher ausrechnen. Wie lang das Ganze sein soll, ist dadurch definiert, wie viele Samples wir haben, dann was für eine Sample Rate wir haben, damit es weiß, wie schnell das abgespielt werden muss, wie viele Bits wir als Auflösung benutzen, die Quantisierung und ob wir ein Mono- oder Stereo-Signal haben. Wir benutzen Mono, das reicht. Als Sampling Rate benutzen wir 44.100 Hertz und als Länge vielleicht eine Sekunde. Und damit kann man sich dann jetzt ausrechnen, wie viele Samples man braucht. Das ist einfach abgerundet die Länge mal die Sampling Rate. Okay, jetzt muss man da irgendwie noch Werte generieren. Das macht man so, dass man sich jedes Sample anguckt, dann errechnet, was für einen Zeitwert wir da haben. Das geht dadurch, dass man das Sample durch die Sampling Rate teilt. Und dann in dieses Sound Data was reinschreibt. Wir machen jetzt einen Ton mit 440 Hertz. Nee, von 0 bis Samples durch. Wie gesagt, hier das Basissignal war der Generator von der Zeit mal der Frequenz, Modulo 1. Also setzen wir das Sample dementsprechend. Wenn wir also wir machen jetzt ein Sample mit 440 Hertz. Wenn dieser Wert kleiner als 0,5 ist, dann setzen wir das Sample an der Stelle i auf minus 1. Ansonsten setzen wir das Sample an der Stelle i auf 1. Damit haben wir das Rechtecksignal generiert. Okay, als nächstes brauchen wir eine Soundquelle, damit wir was hören können.
Das funktioniert mit der Funktion Lauf.AudioNewSource und da geben wir einfach unsere Sounddatum rein. Damit haben wir das schon fertig. Um es abzuspielen, gibt es einen Callback, der immer aufgerufen wird, wenn wir eine Taste drücken. Und ja, wenn wir die Taste P drücken, dann wollen wir, dass es gespielt wird. Dann müssen wir erstmal aufpassen, dass dass die Quelle nicht mehr abspielt, bevor sie wieder abspielt, weil es sonst eklige Bugs gibt. Das funktioniert mit dem Lauf.Audio.Stop an der Quelle. Und abspielen kann man das mit Play. Und jetzt müsste hoffentlich, ja, wenn ich P drücke, ein ekliger Ton kommen. Funktioniert. Sehr schön, na ja, gut. Weckt vielleicht ein paar Kindheitserinnerungen bei dem einen oder anderen. Der zweite Ton, der auch relativ bekannt vorkommen könnte, weil er auch relativ einfach in Hardware zu realisieren ist, ist das Sägezahn. Da zählt man einfach von 0 bis hoch und dann irgendwann, wenn die Zahl voll ist, dann gibt es einen Überlauf und dann fängt es wieder mit 0 an. Es gibt dann so ein, wie gesagt, so ein Sägezahn halt. Als Formel ist das einfach 2 mal die Zeit minus 1. Dann haben wir von minus 1 bis 1 den Wertebereich abgedeckt. Dafür machen wir jetzt ein bisschen Umstrukturierung. Wir nehmen uns den Teil hier raus, machen eine Funktion draus. Wo wir eine Funktion entgegennehmen, die eben den Generator, der Generator ist, dann eine Länge und eine Sampling Rate, falls man möchte. Das bedeutet jetzt, die Variable Länge wird der Länge zugewiesen, falls es das gibt, als Argument ansonsten 1. Das ist so ein Lua-Idiom. Ja. Also wer Perl mag, wird Lua auch definitiv lieben. Und dieses, ja, wenn wir jetzt einen Oszillator haben, können wir einfach auch sagen, das Sounddatum set sample an der Stelle i ist der Oszillator von i durch rate, das war die Zeit. Okay, damit haben wir das. Dann definieren wir uns nochmal das Rechtecksignal von eben. Das nimmt eine Frequenz entgegen und gibt dann eine Funktion zurück, die wiederum über die Zeit läuft und dann den Ton erzeugt. Und zwar war das der Teil von gerade eben. Also wir nehmen mal die Frequenz, die Zeit und dann Modulo 1. Und dann gucken wir, wenn t kleiner als 0,5 ist, dann geben wir minus 1 zurück. Ansonsten geben wir 1 zurück. Dann müssen wir das hier nicht mehr so machen, sondern können schreiben make sample aus.rect von 440. Und es müsste auch funktionieren. Nein. Ist jetzt blöd, das ist mir vorhin auch schon passiert. Wo? Nee, die sind optional. Das ist diese Sache mit dem Len or One. Ah ja, ich muss es natürlich noch zurückgeben. Sonst steht da nämlich auch Neil drin in dem. Jetzt müsste es funktionieren, genau. Okay, gleiches Ergebnis, nur ein bisschen schöner jetzt ausgedrückt, damit wir das hier machen können.
Das gibt auch wieder eine Funktion zurück. Gleicher Trick wie oben hier, dass wir auf den Wertebereich von 0 bis 1 kommen. Und dann geben wir jetzt einfach 2 mal t minus 1 zurück. Nennen das hier nochmal gerade um. Machen das noch in eine Funktion rein. So, und jetzt können wir schon zwei verschiedene Töne der gleichen Frequenz spielen. Das hört sich ein bisschen unterschiedlich an, weil das Rechteck sich eigentlich aus mehreren Sinusen zusammensetzt, genau wie die Säge auch, aber das ist nicht so wichtig. Das war das Rechteck und das der Sägezahn. Okay. Ein bisschen komplizierter. Also, wo man eigentlich hin möchte, ist halt eine Darstellung vom Sinus, weil sich das am weichesten anhört. Eine relativ gute Annäherung ist das nächste, nämlich das Dreiecksignal. Kann man auch relativ einfach in Hardware realisieren. Hört sich auch einigermaßen okay an. War so definiert, wir haben viermal die Zeit minus 1, wenn wir unter der Hälfte sind, ansonsten 3 minus viermal der Zeit. Es gibt dann diese steigenden und fallenden Teile. Können wir auch ausprobieren. Hört sich so an. Ist schon deutlich weicher als das. Aber immer noch nicht ganz optimal. Optimal wäre dann der Sinus, der so aussieht, dass wir einfach 2 Pi mal t nehmen, damit wir von 0 bis 1 auf eine Periode kommen. Also damit wieder bei 0 angelangt sind. Da müssen wir jetzt nicht diesen Modulo-Dings machen, weil der Sinus sowieso periodisch ist. Also 2 mal Pi mal t mal der Frequenz. Hört sich so an. Nochmal zum Vergleich das Dreieck. Und der Sinus, der hat jetzt gar keine Obertöne mehr. Also da hört man nicht mehr dieses, wenn ihr es hört, knistern. Okay, das sind jetzt vier sozusagen Grundtöne. Man kann allerdings auch noch Rauschen machen. Da gibt es auch verschiedene Arten. Das einfachste ist das weiße Rauschen. Das ist ein gleichverteiltes Rauschen von minus 1 bis 1. Und dann gibt es noch das rote oder das pinke Rauschen. Das ist quasi das Integral, oder nee, das ist nicht, also man nimmt sich das letzte Sample, das man durchs weiße Rauschen generiert hat, und legt dann nochmal weißes Rauschen drauf. Das gibt so ein langsamere Bewegen quasi, kann man sich so vorstellen. Also, ja. Wikipedia ist ein bisschen ausschlussreicher. Das ist jetzt das weiße Rauschen. Und
das rote Rauschen. Da brauchen wir eine Closure für, weil wir den letzten Wert speichern wollen. Was kann ich? Kommt später. Also, wie gesagt, der Wert ist jetzt dann random plus das letzte Sample. Also das hier. Jetzt muss man allerdings noch gucken, dass man immer im Wertebereich von minus 1 bis 1 bleibt. Deswegen soll der kleinste Wert, den wir haben, minus 1 sein. So. Und der größte Wert, den wir haben, soll 1 sein. Damit haben wir jetzt die beiden Rauscharten. Es gibt noch eine dritte Rauschart, das Brownsche Rauschen. Aber da weiß ich nicht genau, wie man das macht, ohne irgendwie coole Frequenzteile und Filter und so. Wie dem auch sei. Also das weiße Rauschen. Und das rote Rauschen. Das weiße Rauschen hört sich so an. Und das rote so. Ja, ich sollte auch noch einen Wert zurückgeben. Also weiß. Bisschen eklig. Schon ein bisschen cooler. Hört sich so ein bisschen nach Meer an, finde ich. Nochmal zum Vergleich jetzt alle Töne, die wir gemacht haben, war einmal das Rechtecksignal. Die Säge. Dreieck. Sinus. Und beide rauschen. Damit kann man jetzt schon erstaunlich viel machen. Wenn man das kann, ich kann es nicht. Aber die Supercollider-Leute können das. Was wir jetzt noch brauchen, vielleicht ist, wenn ihr, ich quäle euch noch ein bisschen, wenn ihr jetzt mal hinhört, der Ton kommt sofort rein und hört dann auch abrupt wieder auf. Ihr hört dieses Knacken vielleicht an beiden Enden. Das wollen wir irgendwie raushaben. Das kriegt man dadurch hin, dass man sogenannte Hüllkurven benutzt. Da legt man einfach zwei Kurven übereinander. Das heißt, wir haben ein Sinussignal und wir legen dann eine andere Funktion, die langsam gegen Null geht, drüber, und dann haben wir als Ausgangssignal so einen Sinus, der langsam leiser wird. Wie man das macht, ist einfach beide Funktionswerte an jeder Stelle zusammen multiplizieren. Das machen wir. Dank Lua mit einer Funktion, die erstmal den Generator entgegennimmt und dann eine beliebige Anzahl von anderen Funktionen. Damit habe ich jetzt die anderen Funktionen in dem Array Envelopes drin. Und jetzt muss ich über diese Envelopes drüber iterieren. Und einfach den Wert mal nehmen. So. Jetzt braucht man natürlich noch ein paar Funktionen, die man da drauf multiplizieren kann auf unsere Signale. Die einfachste Möglichkeit ist eine konstante Funktion, und damit man ein bisschen die Lautstärke von dem Sample einstellen kann. Sehe dann so aus. Also eine Funktion, die einfach nur einen konstanten Wert zurückgibt. Als zweites könnte man sich überlegen, das zu machen. Einfach eine Funktion, die langsam leiser wird. Einstellbar mit der Länge, wie lang das dauern sollte, bis es auf 0 fällt.
Und das ist dann das Maximum von von 0 und 1 minus der Zeit durch die Länge, wenn ich mich jetzt nicht irre. Man kann das Ganze umkehren, eine Funktion, die langsam lauter wird. Also einfach t durch die Länge teilen und dann bei 1 aufhören. Und damit kann man jetzt schon ein paar Sachen machen. Weil das Rechtecksignal so laut war. Beschränken wir das jetzt Das machen wir lauter. Und das hier machen wir leise. Jetzt hört man gar nichts mehr, weil ich den Wert zurückgeben muss. Also war jetzt leiser als vorher. Hier hat man es besser gehört, es kommt so langsam rein. Und das geht jetzt langsam raus. Okay, mit den Effekten kann man schon relativ viel machen. Allerdings hat man immer noch das Knacken am Anfang und am Ende. Das heißt, eine Funktion, die erst lauter wird und dann ein bisschen bleibt und dann leiser wird, wäre vielleicht auch noch ganz gut. Da geben wir zurück dies hier. Außer wenn wir mit der Zeit über der Zeit, die es dauern soll, das Ansteigen und das Halten von dem Ton quasi bleiben sollen. Also wenn die Zeit größer als Rise plus Decay ist, dann geben wir die fallende Funktion zurück. Decay ist das Halten von dem Ton. Da bleibt es einfach auf der Amplitude 1. Quasi. Eigentlich ja, hast recht. Müsste Sustain heißen, aber ich nenne es Decay. Sieht man nachher eh nicht mehr. So, wie sich das anhört, ist zum Beispiel so. Man hört kein Knacken mehr. Im Gegensatz zu dem hier. Knacken am Anfang, kein Knacken. Das ist schon mal gut. Netter Nebeneffekt von dieser Envelope-Funktion ist, dass wir jetzt auch unsere Oszillatoren, die wir schon haben, benutzen können. Zum Beispiel kann man hier einfach mit einem Sinus als reinhüllende Funktion nehmen, der die Frequenz 5 Hertz haben soll. Hört sich dann so an. Man kann dann natürlich noch die andere Funktion drauf machen. Nehmen wir ganz kurz einen Attack. Okay.
kann man also gut benutzen. Gut, damit haben wir jetzt Töne gemacht. Reicht eigentlich auch schon, um coole Sachen zu machen. Wenn man allerdings irgendwas machen möchte, was sich auch einigermaßen gut anhört, dann ist es nicht schlecht, noch ein bisschen mehr Theorie zu nehmen und sich Noten anzugucken. Davon haben wir 12 Stück, nämlich C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, As, B. Und wenn wir dann wieder bei C angelangt sind, dann nennen wir das Ganze eine Oktave. Eine Oktave entspricht einer Frequenzverdopplung. Das heißt, das C hier hat die halbe Frequenz von dem C hier. Und ein Schritt von C zu Cis zum Beispiel, das nennt man einen Halbtonschritt, das entspricht dem 12. Teil einer Oktave. Also haben wir, dass ein Halbtonschritt bedeutet, dass wir die Frequenz mit der 12. Wurzel aus 2 multiplizieren müssen, weil das so eine logarithmische Skala ist. Das machen wir hier. Also wir wollten die ein Halbtonschritt bedeutet, wie gesagt, 12 Wurzel aus 2. Wenn wir 2 Halbtonschritte machen, müssen wir das Ganze quadrieren. Wenn wir 3 Halbtonschritte machen, müssen wir das Ganze hoch 3 rechnen und so weiter. Also haben wir eine Funktion, um uns das zu vereinfachen, die das für uns ausrechnet, diese Halbtonschritt-Multiplikatoren. Um jetzt sinnvolle Sachen damit zu machen, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht wundert, warum ich immer 440 Hertz genommen habe, definiert man sich eine Basis, einen Basiston, das ist der sogenannte Kammerton. Den definiert man auf das A in der 4. Oktave und der ist mit 440 Hertz definiert. Wenn man ein bisschen im Internet sucht, dann findet man auch irgendwie so 441 oder 442 Hertz, ein bisschen was drunter oder so komische Kommazahlen, die dann irgendwie gemessen wurden an Klavieren oder so. 440 Hertz ist okay. Jetzt kommt ein bisschen Schreibarbeit. Und zwar definieren wir uns die Bruchteile, die wir brauchen, um von dieser Basis auf jeden anderen Ton zu kommen. Das heißt, unser Basiston war A. Da multiplizieren wir einfach mal 1, das reicht. Wenn wir auf ein Ass wollen, dann müssen wir einen Halbtonschritt nach oben gehen. Wenn wir auf ein Gis wollen, dann müssen wir einen Halbtonschritt nach unten gehen. Und so weiter. Müssen wir jetzt leider zugucken, wie ich das Ganze ausführe. Okay. Kommt auf die andere Seite. Wenn ich nämlich da das B hinschreiben würde, dann wäre ich nämlich eine Oktave tiefer. Also ich schreibe es drüber gleich. Aber erstmal nach unten. Und dann hier nach oben. Okay, damit haben wir das. Eine Funktion, um sich jetzt die Basis auszurechnen, also wenn wir jetzt statt der Oktave 4 die Oktave 3 haben möchten, dann müssen wir diese 440 Hertz durch 2 teilen. Weil ja, wie gesagt, eine Oktave die Verdopplung der Frequenz war. Definieren wir uns auch eine Funktion für.
Okay, damit können wir jetzt uns die Oktaven anfragen. Jetzt brauchen wir noch eine Funktion, um die Frequenz von einem Ton zu kriegen. Ist wieder dieses Idiom, das heißt, wenn wir die Oktave nicht mitgeben als Parameter, dann gehen wir davon aus, dass die Oktave 4 gemeint ist. Damit haben wir unsere neue Basisfrequenz. Und jetzt müssen wir noch diese Basisfrequenz mit so einem Halbtonschritt multiplizieren. Also gut, damit kriegen wir Töne. Oder auch nicht. Nicht mal, wir wollen sowas machen. Schön, dass ihr mit aufpasst. Okay, das ist jetzt ein C. Was wir damit jetzt machen können, ist ein kleines Keyboard. Dafür definieren wir uns eine kleine Helferfunktion. Die uns einfach ein Sample mit einem Oszillator und einer Hüllkurve zurückgibt. Nee, das ist okay. Muss ich auch ein bisschen interessant anhören. Gut. Und dann die Keys sind A, S, D, F, G, H, J, K und L. Bei einem A wollen wir ein C haben. Bei einem S wollen wir ein D haben. Und so weiter. Und weil wir hier nicht wieder den gleichen Ton haben wollen, gehen wir eine Oktave höher. Die Funktion hier unten muss ich natürlich auch noch ändern. Da gucken wir nach, wenn wir die Taste definiert haben, dann spielen wir sie. Dann erstellen wir eine neue Source. Und die spielen wir dann ab. Wo? Hier oder was? Nee, das ist okay. Aber Tatsache. Okay. Nehmen wir das ganze Keyboard. Man schon ein bisschen Musik mitmachen. Ist aber noch zu direkt. Kann ich. Dadurch, dass ich eben
hier eine neue Source erstelle, statt die vorhandene wieder auszustellen. Ist, glaube ich, aber nicht so cool, weil das Objekt, was dann da ist, durch einen Garbage Collector wieder rausgeschmissen werden könnte und man nicht genau weiß, wann das passiert. Es könnte halt passieren, bevor das Sample zu Ende gespielt ist. Aber ist nicht so wichtig. Gut, weil wir ja zu dem anderen Ding wollten, dem Sequencer, müssen wir jetzt ein bisschen mehr Arbeit machen. Ich mir zum Glück alles aufgeschrieben. Wir benutzen noch zwei andere Funktionen, die Love bereitstellt, nämlich Love.update. Die wird immer in jedem Game Loop, also in jeder Iteration von dem Spiel oder der Grafikanwendung, aufgerufen, genauso wie Draw, bloß dass wir da mitbekommen, wie viel Zeit verstrichen ist seit dem letzten Loop. Und das brauchen wir nicht mehr. Aber wir brauchen noch eine Funktion für Mausabfrage. Die gibt uns die Position, wo geklickt wurde, und den Button, der geklickt wurde, zurück. So. Wir definieren uns ein Grid. Ich weiß nicht, habt ihr das einmal? Ich zeige es vielleicht nochmal, damit ihr wisst, was wir eigentlich wollten. Das war das. Okay. Wir definieren uns also so ein Grid. Das hat 16 Spalten und 12 Zeilen, weil man dann genau 50 Pixel nehmen kann pro Quadrat. Könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr wollt. Das müssen wir erstmal erstellen. So. Außerdem wollen wir eine andere Hintergrundfarbe. So was Braunes, Komisches. So. Okay. Zum Zeichnen von den Dingern gehen wir jetzt durch dieses Grid durch. Und zeichnen ein Rechteck. An der richtigen Stelle. Das braucht noch eine Farbe. Da gucken wir, ob ein Sample an dieser Stelle definiert ist. Und das ist definiert, wenn das. Was? Hast recht. Dankeschön. So. Wenn diese Zelle nicht definiert ist, dann nehmen wir eine dunkle Farbe. Gibt dann sowas. Okay, und jetzt müssen wir uns dann gleich noch überlegen, wie wir das anders machen. Also die anderen Oszillatoren. Dazu müssen wir aber erstmal überlegen, wie man sich das sinnvoll so baut, dass man ein schönes Interface hat. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich gucke mir den Oszillator an, den ich für die Zelle habe. Und legen Parameter fest. Der erste ist, welcher Oszillator als nächstes drankommen soll. Für den Sinus will ich das nächste ein Dreieck haben. Dann, wie laut das Ganze sein soll. Und welche Oktave das Ganze haben soll. Bei einem Dreieck möchte ich als nächstes die Säge haben. Das muss auch nicht ganz so laut sein. Und dann nehmen wir eine Oktave höher. Oder drehen wir es um. So. Bei einem Sägezahn, das ist jetzt der erste Teil von unserer Baseline, die wir gleich haben werden.
Da wollen wir als nächstes das Viereck-Signal haben. Und wir wollen es ein bisschen leiser machen. Gehen eine Oktave runter und schließlich bei dem Rechtecksignal gehen wir wieder auf den Sinus zurück. Machen das Ganze noch leiser und gehen noch eine Oktave runter. Okay, damit haben wir das. Jetzt können wir uns hier in dieser Mouse-Release-Funktion abfragen, welche Zelle wir getroffen haben mit der Maus. Das machen wir, indem wir die x-Koordinate durch 50 teilen und 1 drauf addieren. Genauso mit der y-Koordinate. So, wenn wir die rechte Maustaste drücken, dann wollen wir das Sample an der Stelle löschen. Dafür setzen wir einfach den Inhalt auf Nil und gehen raus aus der Funktion. Ansonsten gucken wir, also wenn die linke Maustaste gedrückt worden ist, ob wir an der Stelle schon ein Sample haben. Wenn nicht, dann müssen wir da was reinschreiben. Da fangen wir mit dem Sinus an. Ansonsten gucken wir in unserer Lookup-Table-Info nach, was wir haben wollen als nächsten Oszillator. Und setzen den. Gut, damit wir gleich weniger schreiben müssen, nehmen wir uns das her und definieren wir uns das in eine Variable, weil wir das gleich noch brauchen. Und zwar müssen wir jetzt noch eine Tonquelle erzeugen, damit wir es auch hören können. Den Oszillator als Basisfunktion. Dann einen Ton, den wir uns noch überlegen müssen, wie wir das machen. Welche Oktave wir haben wollen. Wie laut wir das haben wollen. Und damit es sich ein bisschen schöner anhört, nehmen wir noch diesen Envelope dazu. Und wir wollen Viertelnoten, deswegen dauert die Note 0,25 Sekunden. Gut, damit haben wir das schon fast. Wir müssen jetzt noch sagen, welchen Ton wir haben wollen. Dafür definieren wir uns auch wieder eine Lookup-Table, wo wir einfach die Werte oder die Noten quasi reinschreiben, die wir definiert haben oben. Damit können wir dann hier sagen, die Note, die wir haben wollen, ist Pitch Table von 13 minus der Zeile, in der wir uns befinden, damit die niedrigste Note unten ist. Okay, dann wollen wir das auch grafisch irgendwie anzeigen. Das heißt, wir gucken, was für ein Oszillator wir haben. Wenn wir einen Sinus haben, weil der Sinus sich freundlich anhört, nehmen wir eine grüne Farbe
Wenn wir ein Dreieck haben, nehmen wir was Blaues. Nee, Quatsch, wenn wir ein Sinus haben, nehmen wir was Blaues. Ansonsten was Grünes. Sägezahn finde ich gelb. Und das Rechteck rot. Sieht man sowas? Wir können noch nichts machen, aber gleich. Warum können wir eigentlich nichts machen? Eigentlich müsste es schon funktionieren, dass man hier was setzt. Nee, habe ich schon weggemacht. Nee, die braucht man nicht. Das kommt unten. Egal, machen wir einfach mal weiter. Vielleicht funktioniert ja gleich. Diese Update-Funktion brauchen wir auch, weil wir Viertelnoten haben wollen. Das heißt, wir wechseln alle Viertelsekunden auf die nächste Spalte von der Tabelle, die wir haben. Dafür brauchen wir eine Zeitvariable. Wir brauchen eine Variable, wo wir sind. Und wir befinden uns am Anfang der ersten Zeile. Dann rechnen wir auf die Zeit dt drauf, wenn wir größer gleich dieser Viertelsekunde sind. Dann ziehen wir eine Viertelsekunde wieder ab, gehen eine Zeile weiter, gucken, ob wir rechts rausfallen. Und müssen natürlich dann noch unsere Sample spielen. Und noch Sources spielen, die wir hier unten hatten. Ah, jetzt weiß ich, warum es liegt. Ah, sehr gut. Die müssen wir spielen, das heißt, die müssen von oben nach unten wandern und gucken, wenn da was ist, dann spielen wir das ab. Also. Okay, das müsste jetzt im Prinzip schon funktionieren. Allerdings sehen wir nicht, was da eigentlich passiert. Deswegen zeichnen wir uns diese Linie auch nochmal ein. Einfach als ein weißes, ziemlich durchsichtiges Rechteck darüber, wo wir gerade sind. Nicht. Okay, da wandert dieses Ding also drüber und passiert auch schon was. Wäre noch schön, wenn man das Ganze pausieren könnte, bevor da irgendwas passiert. Und wir fangen pausiert an. Wenn Pause ist, danke.
zeigen wir das an, dadurch, dass wir noch einen Text drüber legen. Und bei der Update-Funktion müssen wir rausspringen, falls passiert ist, bevor irgendwas gemacht wird. Und um aus der Pause wieder rauszukommen, benutzen wir die Key-Release-Funktion. Und damit müssten wir eigentlich alles haben, um einen kleinen Sequenzer benutzen zu können. Okay. Damit bin ich fertig. Habt ihr noch Fragen oder sowas? Ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann. Den Code und den Vortrag wollte ich ins Wiki stellen. Dann könnt ihr damit auch ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, ich bin nicht so musikalisch. Wenn man ein bisschen damit rumklickt, dann hört sich es manchmal schon ganz gut an. Dieses viereckige Teil, wo man draufdrücken kann, ja, schon. Mach ich was? Okay, wie gesagt, ich bin halt, ich gehe nochmal auf den Disclaimer. Das gilt in dem Fall, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist gut zu wissen, ja? Okay. Dann Dankeschön.